Und damit schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um das Xiaomi 12. Und zuerst muss ich sagen, dass ich bei dieser Aufnahme jetzt ein paar Probleme hatte, da ich mein MacBook geupdatet habe auf das sind die neue macOS-Version. Und seitdem kann ich keine Sachen mehr quasi über USB nutzen. Somit ist mein Mikrofon am MacBook für den Arsch. Deswegen muss ich das Ganze jetzt über mein Mikrofon am Tablet aufnehmen. Das bitte berücksichtigen. Da habe ich jetzt ein bisschen Probleme. Aber ich versuche alles Mögliche, um das wieder hinzukriegen. Hoffentlich kann mir der Apple Supporter dann doch irgendwann mal wieder weiterhelfen. Heute soll es aber um das neue Xiaomi 12 gehen. Kurz davor noch würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Damit unterstützt ihr mich völlig kostenlos. Jetzt geht es aber schon los mit dem Video. Letztes Jahr kam mir das Mi 11, welches mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und das kam schon im Dezember 2020. Deutlich früher als die Modelle davor. Das wandert immer gefühlt immer automatisch hinterher. Ich habe immer das Gefühl, die würden gerne alle 2 Monate ein neues Flaggschiff präsentieren. Und jetzt liegen wir wahrscheinlich wieder im Dezember. November wird das wahrscheinlich nichts mehr. Es gibt zwar noch keinen offiziellen Termin. Dieser wird aber wahrscheinlich auch bald kommen. So, wenn das Gerät dann endlich in wenigen Monaten bei uns dann auch erscheinen wird, das wird wahrscheinlich erst im März oder April der Fall sein, dann können wir uns schon mal alle ziemlich freuen. Denn offiziell heißt das halt dann nicht mehr Mi 12, sondern nur noch Xiaomi 12. Wie sie jetzt den Zusatz Mi abgeschafft haben, keine Ahnung, das ist seit neuestem so. Ich finde das jetzt nicht so geil, weil sonst muss man immer sagen Xiaomi 12 und ich verwende dann den Ausdruck Mi dann doch noch recht gerne. Wenn das dann im April bei uns erscheint, bin ich relativ hyped. Kommt natürlich auch wieder auf den Preis an, der wird wahrscheinlich drüber liegen. Beim letzten Mal lag der Preis bei uns bei 800 Euro, welcher schon recht ordentlich war und sehr saftig. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt nicht bei so viel weit drüber liegen werden. Ich glaube, die 1000er Marke fürs Normale werden wir hier in Deutschland nicht knacken. Ich hoffe zumindest, das finde ich ziemlich, ziemlich schwach. Ich gehe davon aus, dass es jetzt erstmal sein wird wie beim neuen 11T, dass der Preis zuerst viel zu hoch angesagt wird und dann doch deutlich drunter liegt. Ob das jetzt eine Methode hat, keine Ahnung. Ich würde aber auch mich freuen, wenn es so wäre, weil dann hätten wir hier doch wieder niedrige Preise. Was natürlich ganz wichtig ist bei so einem neuen und tollen Smartphone, ist natürlich der Prozessor. Und hier werden wir wahrscheinlich dann den neuen Snapdragon Qualcomm 898 haben. Und nachdem der 888 jetzt nicht das Goldene war, bin ich relativ hyped auf die neue Edition. Weil hier haben wir dann endlich wieder einen Prozessor, der hoffentlich nicht diese Hitzeprobleme hat und endlich wieder eine gute Performance bieten kann. Denn man muss auch sagen, dass Dimensity, also MediaTek, wieder von hinten anrückt. Und der 1200, der hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Der kam da recht nah dran und war sehr preisgünstig. Wenn das jetzt auch MediaTek so weitermacht, dann ist das wirklich große Konkurrenz für Qualcomm und das können die natürlich gar nicht gebrauchen. Deswegen bin ich trotzdem noch immer hyped auf den neuen und ich glaube, dass der mit einer richtig guten Performance auch richtig grassieren könnte. Da muss aber natürlich einiges kommen. Genauso wichtig wie der Prozessor ist natürlich auch das Display und auch hier erwarte ich einiges. Wir haben hier wahrscheinlich ein hyperboloiden Display, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und das heißt eigentlich nur, dass das Display über die Ränder quasi hinausgeht. Das heißt, es fällt drüber hinaus und wir haben somit ein randloses Design. Das versuchen die Hersteller immer öfters. Und auch hier sollte es dann richtig umgesetzt werden. Hierbei soll es sich um ein LTPO OLED Display handeln, welches zusätzlich wahrscheinlich über 120 Hz verfügen wird. Genauso wie HDR 10 Plus. Und einfach die anderen Features, die man mittlerweile kennt. Dazu natürlich adaptive Bildwiederholrate. 120 Hz Displays sind mittlerweile bei Flaggschiffen ganz normal. Trotzdem freue ich mich da jedes Mal wieder drüber, weil es einfach top ist. Genauso wichtig ist natürlich auch ein AMOLED Display. Und das wird wieder mit 2K kommen. Einer sehr, sehr guten Auflösung. Auch um das Ultra soll es heute ein wenig gehen. Und dieses wird wahrscheinlich relativ ähnlich sein, aber auch erst später vorgestellt werden als das normale 12er. Das war ja auch schon beim 11 Ultra so, obwohl ich das nicht so krank fand, vor allem aus dem Grund, da es sehr, sehr schwer ist zu bekommen und das sage ich immer nicht so, wenn man wirklich Probleme hat, an Handy ranzukommen. Ich mag es immer lieber, wenn es relativ einfach ist. Das ist in dem Fall zurzeit leider nicht. Ich kenne, glaube ich, keinen Hersteller in Deutschland, wo du es einfach so kaufen kannst. Auch bei den normalen Standardherstellern ist das, also direkt beim Hersteller ist das ziemlich schwierig und das mag ich nicht ganz so. Das Handy war zwar ziemlich krass und ich glaube auch, dass das Ultra-Version sehr, sehr krass sein wird. Leider Gottes muss man aber auch hinzufügen, dass das sehr, sehr klobig war.
Das mag ich nämlich auch nicht so gern, weil es soll ja noch immer ein Handschmeichler sein. Und mit dem wahrscheinlich wieder 6,8 Zoll großen Display wird das nicht so einfach. Natürlich erhöht sich auch wieder die Body Ratio, das heißt der Anteil vom Display zu dem Gerät selber, und auch das freut mich sehr. Dazu werden wir 53 Megapixel-Sensoren beim Mi 12 haben, und das ist schon sehr ordentlich. Hier werden wir eine Ultraweitwinkel, eine Hauptkamera und eine Tele-Makro-Zoom-Kamera haben. Genaue Daten haben wir dazu leider noch nicht. Trotzdem freut mich das sehr, dass wir hier drei sehr, sehr starke Sensoren haben werden. Obwohl wir es von Google natürlich wissen, es kommt immer noch auf die Software drauf an. Da kann einfach der Sensor auch nicht so viel machen. Beim Ultra wird es aber dann wahrscheinlich eine 200-Megapixel-Kamera aus dem Hause Samsung geben, und das soll ein 1 Zoll großer Sensor sein, wie auch im neuen Sony-Smartphone, und das fühle ich auch wirklich sehr, denn der ist somit sehr, sehr lichtempfindlich und kann wahrscheinlich sehr, sehr gute Bilder in der Nacht schießen, und deswegen bin ich auch da sehr, sehr hyped. Ob die Kamera jetzt unter dem Display sein wird oder als normales Punch-Hole, das ist auch noch nicht sicher. Dafür gehen wir davon aus, dass wir 120 Watt per Kabel und bis zu 100 Watt Wireless haben werden, und das ist natürlich krank. Dafür braucht man natürlich den dementsprechenden Wireless Charging Gerät, das nicht ganz so einfach ist, aber trotzdem finde ich das hier schon sehr, sehr krank. Auch das Mi 11 Ultra hat ja schon 67 Watt kabelloses Laden unterstützt, und ich finde das krass, was da mittlerweile gibt. Auch der 80 Watt Wireless Charger, den kann man ja jetzt schon kaufen. Dazu wird das natürlich das Xiaomi 12 mit dem neuen Android 12 erscheinen. Und dann wahrscheinlich auch bald mit der neuen MIUI 13, auf die ich mich auch sehr, sehr freue. Ich hänge leider noch bei 12, weil ich habe noch nicht mal die 12.5 bekommen. Finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, ich bin bei 11 oder 10 gestartet. Da hätte ich die 13er schon noch auch noch gern gesehen, oder die 12.5er. Insgesamt bin ich relativ hyped auf das Smartphone. Das mit einem guten Preis könnte wirklich ein Kracher werden. Natürlich müssen wir jetzt noch mehr Infos abwarten. Und ich glaube, dass dann noch eine ganze Bandbreite kommen wird. Xiaomi liegt da wirklich ein Haufen. Solange man aber schon nicht alles weiß vor der Vorstellung, bin ich immer noch recht zufrieden. Und das war es auch mit dem Video. Ich würde mich sehr über Like und ein Abo freuen. Wir können gerne in den Kommentaren über das neue Smartphone diskutieren. Eure Leaks könnt ihr gerne sehr, sehr gerne mit mir teilen. Und dann können wir darüber reden, was ihr davon haltet. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.